Also, hallihallo, wir sind wieder bei World of Warcraft, Wrath of the Lich King am Questen und die Version Wrath of the Lich King ist die Version 3.4.0. Wir sind hier in der boreanischen Tundra, also hier, da und hier. Und hier machen wir die Quest Wir schlagen zu beim Fernläufer Stolzhuf. Diese Quest kann man nicht annehmen, also der NPC steht nicht da, wenn wir, also wenn jemand diese Quest gestartet hat. Glücklicherweise, die Quest ist nicht gestartet. Wir nehmen die Quest Wir schlagen zu an. Nehmen diese Quest an. Und warten dann, bis der NPC entsprechend hier losläuft, der Fernläufer Stolzhuf. Wir gehen mal hier in Euleform. Geben uns noch MDW. Ach ne, nicht ihm Ende. Naja. Er braucht's auch. Aber er sagt jetzt hier, wir schlagen zu. So, dann kommt seine Mannschaft damit. Ab und zu addet er dann ein paar NPCs hier, also ein paar Gegner. Wenn er schießt, dann rennt er jetzt hoffentlich zurück. Ja. So. Er darf natürlich nicht sterben, ganz klar. Ne? Also dann haben wir natürlich die Quest fehlgeschlagen. Sollte aber jetzt nicht so der Fall sein, dass das passiert. Ne? Also wenn wir uns hier ein bisschen mitbemühen und die Gegner mitbekämpfen, dann sollte der NPC auch weiterleben. So. Und damit ist er besiegt. Er heilt sich nach dem Kampf auch zu 100% wieder voll. Ist also auch nicht so schlecht. So, dann warten wir, bis er weiterläuft. Ich springe hier ein bisschen mit meiner Eule rum. So, hier ein Hinterhalt. Lauter böse Mobs. Und wir machen mal einfach einen Hurricane hier drin. So, und machen noch einen Hurricane hier drin. Ist natürlich schön, dass sie den wegstoßen, aber der kommt trotzdem wieder. So, damit sind alle besiegt. Dann geben wir uns hier einen kurzen Hot, damit wir nicht sterben. Wieder in Eule. Jetzt warten wir hier. Hier sammelt eure Kräfte. Also hier hat man dann jetzt ein bisschen Zeit, sich zu recken. Und dann geht er weiter. Also ist auch nicht viel Zeit, ne? Also man muss dann auch ein bisschen schnell auf den auf Dreckfood letzten Endes rufdrücken. Ja, auf Mana Keks oder was auch immer man gerade dabei hat. Oder herbeizauberter Kirschkuchen oder sonst was. So, ja, dann looten wir hier noch schnell. Also, dann wartet da hier wieder kurz, aber dann rennt er jetzt hier weiter. Der rennt hier nach vorne zu dieser Flagge. Den haben wir glücklicherweise, wollte ich sagen, nicht geedit, haben wir wohl doch geedit. Dann machen wir den kurz tot. So. Und dann kommt schon dieser Gruppenkommandant Stahlkiefer. Da sollte man vielleicht nicht im Wirbelwind drin stehen. Als Ranged oder als Stoffi vor allem. Ich habe ja als Druide glücklicherweise ein bisschen Leder an. Aber gut ist er trotzdem nicht. Wir schaffen den, ist zwar einen Elite-Mob. Schaffen wir aber trotzdem, weil die machen auch relativ guten Schaden. Oh, den Gegner machen wir ja auch noch tot. Und damit ist diese Quest abgeschlossen. Dann können wir wieder aufmounten oder einen Flug formieren. Sind zufrieden, dass wir es geschafft haben. Und die Abgabe, wie wir hier sehen, durch mein Quest-Diadon ist nicht hier beim Grunzer Zornforce oder sonst was, sondern die ist direkt im Außenposten von Bogorok. Da fliegen wir jetzt auch zurück. Und da sind wir auch schon angekommen. Hier ist das Fragezeichen. Oberanführer Bogorok. Wir schlagen zu. Gucken wieder, ob wir ein Item, eine Verbesserung haben. Sieht aber jetzt nicht so aus. Dann nehmen wir das, was am meisten Gold bringt. 25.400 XP kriege ich hier noch. Kann natürlich sein, dass man
je nach Levelstufe ein bisschen mehr, ein bisschen weniger bekommt. 10 Gold kriege ich noch. Quest beenden. Und damit ist die Quest beendet. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.